Jacques Taster, dort kam es, Episode 2241, and I have Nutella to go. Yeah, I have to admit, it's the second time. I already wrote it in episode 1. No, in episode 9, I'm sorry. So, Nutella to go is basically, your Nutella snack on the go, so to speak. Alright, and I will now try to build a Nutella house. Yeah, let's do it. So here we got the sticks, and here we got the world famous Nutella hazelnut cream. I think it's really world famous. And the hazelnut cream is not to the bottom. Can you see it? Not really. Getting the flash. The flashlight. Here. Here we go. Yeah. But to be fair, they say this on the packaging. They say Nutella is just up to here. So now I have start construction. Yep, it works quite nice. Putting up like some sticks here. I eat the house in the end when it's done, of course. Yeah, I have to say, constructing a house with this Nutella sticks is really kinda hard, but I won't give up. Yep, so I managed to have 3 sides now. I hope for the best. No! So I decided to make a different construction with 3 pots at the bottom and then 1 final 3 pot at the top, like a pyramid. I hope this works. Have I got enough sticks for this? Yeah, I managed to build up the base, and now like the final sticks. Oh no. Ta-da! Look at this! The Nutella pyramid! Yep, I'm a genius. Yeah. It really works. Yeah, what do you, would you build with the sticks? It kind of crashed, but it still stands. Now, of course, I eat everything. It's still about eating. I'm not playing with food. Just take my time. Oh, Nutella's great. I think it's a great snack. It's good to mess up everything. Ah, it's a bit. And I messed up the wind as well. Okay, yeah, let me know what you think about my construction skills, what you think about Nutella to go. I think if you're a big Nutella fan and you want to have your short Nutella snack when you're on the go, then that's the right thing. Thanks for watching. Now I'm cleaning my hands before I'm switching the language. So, das war jetzt Nutella und Go, aus Versehen doppelt gekauft. Das war jetzt Folge 2241. Ich hatte es schon in Folge 9 vorgeführt. Genau, da gab es aber auch noch kein Deutsch und keine Wertung und nichts. Jetzt habe ich mir noch mein Windschild eingesaut. Genau, und weil ich es schon mal hatte, habe ich mir jetzt irgendwas so einen Spaß ausgedacht. Und zwar habe ich mit diesen Sticks hier so eine Pyramide gebaut. Also wenn ihr gleich zu Deutsch gesprungen seid, müsst ihr vielleicht nochmal zurückspulen. Genau, ich habe solche 3 solche Dinger gemacht, dann nochmal 3 und dann nochmal 3 draufgestellt. Ich bin wirklich das Konstruktionsgenie. Wäre ich bloß mal Architekt geworden. Genau, ist natürlich super, um sich ordentlich einzusauen. Gut, Nutella to go hat hier dieses
Zwei-Kammern-System, einmal die Sticks, einmal die Nutella. Genau. Dann haben die hier, die Nutella ist nicht bis unten durchgezogen, was man den Leuten aber ganz groß anrechnen muss, dass die es natürlich auch sofort zugeben. Also im Prinzip keine Mogelverpackung, einfach ja, technisch bedingt, dass es so ist. Genau, das ist also für alle Leute, die jetzt Nutella lieben. Oh, wie ist alles einsauen? Ja, natürlich, wenn man die Sticks jetzt isst, würde man sich nicht so einsauen wie ich. Ich meine, oder ihr macht es mir nach und baut auch lustige Sachen. Ja, wenn irgendjemand was Lustiges aus Nutella-Sticks baut, ich bin gerne bereit, das auf Facebook zu posten oder so. Genau. Und also wenn man Nutella mag und jetzt unterwegs ist und so, dann isst man halt seine paar Sticks so. Wie man sich keine Nutella-Brot geschmiert hat, sozusagen. Genau. Ist schon okay. Ist schon ein nettes Produkt. Wobei, mit Nutella kann man wahrscheinlich noch mehr machen. Ja, was würdet ihr für ein Nutella-Produkt entwickeln? Lasst mich das wissen. Und ansonsten war es das die Folge. Danke, dass ihr zugesehen habt. Und wie findet ihr meine Konstruktionskünste?